Jeder von uns hat doch wahrscheinlich diese eine unerfüllte Liebe zu einem Rollenspielbuch, das es nicht mehr zu kaufen gibt, das vergriffen ist, das man im Laufe der Jahre beim Umzug verloren hat oder wie bei mir, das man mal verliehen hat und nie wieder zurückbekommen hat. Eine sehr ärgerliche Geschichte. In meinem Fall war das Kinder der Nacht, Children of Night für Vampire. Und das war für mich ein total tolles Buch damals, als ich das an den frühen 2000ern mal gekauft hatte. Denn ich war ein junger Storyteller, habe gerade angefangen, die erste eigene Vampire-Chronik zu schreiben und hatte das Gefühl, dass ich für mein Spiel einfach glaubwürdige NPCs brauche, am besten, die man aus dem Metaplot kennt. Und dieses Buch liefert genau das, vom Deckel zu Deckel, eine Menge Vampire, viele Geschichten dazu und auch ja, Rollenspielhinweise, wie man diese Figuren eben glaubwürdig spielen kann. Das war genau das richtige Buch für mich zu dieser Zeit. Ich habe dann damals das Buch nicht nochmal gekauft, sondern habe dann eher andere Bücher gekauft mit Material, das ich noch nicht kannte. Ja, und im Laufe der Jahre habe ich dann angefangen, bei eBay immer mal nach Büchern zu gucken, um meine Sammlung zu erweitern. Und habe auch immer mal wieder nach Kindern der Nacht geschaut und habe dann aber nie zugeschlagen, sondern habe dann eben doch eben, wie gesagt, auch andere Bücher eher bevorzugt, die ich noch nicht kannte. Und naja, was soll ich sagen? Im Laufe der Jahre wurden diese Bücher sehr, sehr teuer, deswegen habe ich noch weniger drüber nachgedacht, aber irgendwie schließt sich dieser Gedanke in den Hinterkopf, dass da doch was fehlt in der Sammlung. Und jetzt habe ich vor kurzem bei einer eBay-Suche tatsächlich das Buch gefunden, zu einem sehr, sehr fairen Preis. Da hat wohl jemand seine Sammlung gerade aufgelöst und er hat einige Bücher zu sehr anständigen Preisen eingestellt gehabt. Und eines Tages war es dann, soweit das Paket war, im Briefkasten. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, packe es aus und siehe da. Jetzt hat er nicht wirklich das falsche Buch geschickt. Herzlich willkommen zu Locke spielt Vampire. Ja, in der Situation war ich dann auch echt fertig. Ich war sauer und traurig. Ich habe gedacht, jetzt hast du das Buch nach Jahren endlich mal für einen fairen Preis gefunden, gekauft. Es ist da und es ist das falsche Buch. Da habe ich gedacht, okay, ist jetzt wie es ist. Was machst du da? Schreibst du mal dem Verkäufer? Ich habe dann eine Nachricht geschrieben und habe geschrieben, ja, du hast mir das falsche Buch geschickt. Ich hätte schon gern das Richtige. Was machen wir? Er hat auch recht bald geantwortet und hat gesagt, oh, ach du liebe Zeit, das war ein Fehler. Er hat tatsächlich das falsche Buch erwischt. Wir tauschen es. Er schickt mir das Richtige und legt ein paar Briefmarken bei. Und ich soll dann einfach die Verpackung nehmen und das vorsichtig auspacken und dann einfach die Verpackung nehmen und es mit seinen Briefmarken, die er mitschickt, wieder zurückschicken. Und dann wäre die Sache quasi bereinigt. Das ist, glaube ich, das Beste, was du da als Verkäufer machen kannst, wenn dir so ein Fehler unterläuft. Und ich habe dann aber gedacht, okay, ja, können wir so machen. Wir können aber vielleicht auch noch einen coolen Deal machen. Ja, ich habe ihm dann einen Vorschlag gemacht, weil es begab sich, dass ich dann am Abend, als ich dieses falsche Buch bekommen habe, doch mal reingeschaut habe. Und das war das Clansbuch Simizi. Und es war die deutsche Ausgabe, die tatsächlich sehr selten ist. Und ich habe dann gedacht, naja, also selbst wenn das jetzt alles nicht klappt, diese Abwicklung, ich habe jetzt nicht den schlimmsten Deal aller Zeiten erwischt. Ich habe jetzt nicht das bekommen, was ich wollte, aber ich habe auch was, ein schönes Buch gekriegt. Habe da ein bisschen drin gestöbert und habe dann angefangen zu lesen. Habe gemerkt, naja, eigentlich willst du das jetzt auch nicht wieder hergeben, weil es ist schon doch auch eine coole Sache. Dann habe ich dem nochmal geschrieben, habe gemeint, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Habe nochmal seine Sachen durchgeguckt, was er da so inseriert hat. Und habe noch was anderes gefunden und habe ihm dann ein Paket vorgeschlagen. Habe gesagt, pass auf, wir machen das so, ich habe jetzt schon ein Buch. Insgesamt interessiere ich mich für drei Bücher von dir. Ich biete dir dafür und habe dann ein sehr, sehr ordentliches Angebot gemacht, fand ich für beide. Und dann hat er dann geantwortet, ja, super, dann machen wir doch aus Krise eine Gelegenheit. Und dann haben wir diesen Deal gemacht. Und so kam es dann auch, es hat dann auch alles prächtig geklappt. Zwei Tage später war dann das nächste Paket da und somit habe ich nicht nur das eine Buch, sondern ich habe eben das Clanbuch Simizi, das ich fälschlicherweise zuerst geschickt bekommen habe. Ich habe dann noch in diesen Deal eingebaut die Transsilvanischen Chroniken Band 2, Son of the Dragon. Also es passt auch sehr gut zu den Simizi, die aus Transsilvanien kommen. Und dann zum guter Letzt auch das heiß geliebte Children of the Night ist wieder da. Ja, einfach ein klasse Buch. Ich freue mich jetzt tatsächlich sehr. Das war ein bisschen Aufregung, ein bisschen Ärger.
Aber am Ende ist was Gutes entstanden. Ich habe jetzt hier für einen wirklich, wirklich, wirklich guten Preis drei echt starke Bücher vorliegen. Aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich Children of the Night. Das Buch, das mich lange Jahre begleitet hat und dann eben auch viele Jahre bzw. fast schon Jahrzehnte dann eben in der Sammlung gefehlt hat. Jetzt habe ich es wieder, freue mich wahnsinnig darüber. Schauen wir mal rein, was das Buch so zu bieten hat und gehe mal der Frage nach, ob das auch vielleicht deine Chronik bereichern könnte. Ja, das Buch besteht aus etwa 100 Seiten, ist 1999 erschienen und wurde von Justin Achille entwickelt, der ja, viele der besten Vampire-Bücher geschrieben hat. Das Buch selber besteht aus vier Kapiteln und es fängt an mit der traditionellen, wie man dieses Buch benutzt, Einleitung. Ja, und es folgen dann noch drei weitere Kapitel und die sind randvoll mit NSCs. Zuerst kommt das Kapitel für den Sabbat, dann folgt die Camarilla und dann zum Schluss noch die unabhängigen Clans. Und so bekommt man quasi für die beiden großen Sekten und für die Unabhängigen wirklich eine Vielzahl an Charakteren an die Hand. Das ist dann nochmal so ein bisschen untergliedert. Hier beim Sabbat fängt es an mit der schwarzen Hand und geht dann eben noch durch die ein oder andere Organisation. Oder bei der Camarilla ist es auch erstmal gegliedert nach den Justikanen, nach ein paar Archonten, dann wichtige Prinzen. Und so bekommt man da, hat man da noch eine gewisse Struktur unter der Haube. Und die einzelnen NSCs, die hier dargestellt werden, sind auch nochmal unterteilt. Das funktioniert so, man bekommt zuerst den Hintergrund von dem jeweiligen NSC und es folgt dann ein kurzer Abschnitt über das Aussehen. Das heißt, das ist für den Erzähler natürlich besonders wichtig, weil wenn du einen glaubwürdigen NSC haben willst, ist neben dem eigentlichen Spielen auch irgendwie es sehr wichtig, dass du deinen Spielern klar machen kannst, wie sieht diese Figur, die er da trifft, eigentlich genau aus. Und dann kommt ein Abschnitt Hinweise zum Rollenspiel. Also da wird erklärt, wie sich diese jeweilige Figur verhält, wie sie sich benimmt. Und dann folgt eben noch zum Schluss, folgen dann noch so ein paar Hard Facts, sprich der komprimierte Charakterbogen. Da sieht man dann eben sämtliche Werte von den einzelnen Figuren. Und diese Unterteilung in vier Punkte, also Charakterhintergrund, Aussehen des Charakters, Rollenspielhinweise sowie die Werte. Und das ist schon ein schönes Paket. Wenn man das verinnerlicht hat für eine Figur, dann kann man die durchaus sehr glaubwürdig auch wiedergeben. Und es hat mir gerade so als junger Storyteller, als ich meine erste Chronik geschrieben und auch gespielt habe, wahnsinnig geholfen. Deswegen habe ich auch eben so eine hohe emotionale Bindung an dieses Buch. Und es ist schön, das wieder in den Händen halten zu können. Und über die Kapitel verteilt ist wirklich das Who is Who der Welt der Dunkelheit. So Sabbatgrößen wie Kardinal Monsada oder Kardinal Di Polonia sind hier enthalten. Von der Camarilla sind diese ikonischen Haudegen wie Theo Bell ist hier enthalten oder Aisling Sturbridge von den Tremären. Und auch von den Unabhängigen gibt es hier ja, Fatima Al-Fakadi von den Assamiten. Also wenn du eine Figur aus dem Metaplot kennst, die Chance, dass sie hier enthalten ist, ist sehr, sehr hoch. Einen Kritikpunkt an diesem Buch habe ich aber. Es sind sehr, sehr viele Figuren enthalten. Was fehlt, ist ein Index. Das heißt, man kann nicht einfach mal gucken, okay, ich wollte jetzt eigentlich mal eben hier den Bucherarchonten Theo Bell nachblättern, dann finde ich auf Seite XY, sondern ich muss wirklich das Buch durchblättern und weiß, naja gut, der ist in der Camarilla. Damals zu dieser Zeit, als das Buch gedruckt wurde, waren die Bucher ja noch Teil der Camarilla. Und dann muss ich hier halt durchblättern und irgendwann komme ich dann früher oder später da mal bei Theo Bell an. Da ist er. Kommen wir zum Fazit. Das physische Buch ist natürlich schon seit vielen Jahren vergriffen. Das heißt, man kriegt das entweder über eBay oder andere ähnliche Marktplätze oder man kann es auch als PDF bei DriveThruRPG kaufen. Insgesamt ist das wirklich gerade für neue Storyteller ein wahnsinnig wertvolles Buch, weil man eben sehr strukturiert und detailliert eine wirkliche Fülle an NSCs wirklich für jede denkbare Spielsituation an die Hand bekommt. Eine Sache muss man sich allerdings vergegenwärtigen, nämlich es ist ein älteres Buch aus der Revised Edition, also aus der dritten Ausgabe von Vampire.
Und der Metaplot unterscheidet sich in Punkten vom Stand zum jetzigen Stand der V5. Das bedeutet, die Brucher und die Gangrel sind nicht mehr in der Kammeria, dass die Banu Hakim beispielsweise damals noch Assamiten heißen und auch die Rafnos waren beispielsweise noch ein richtiger Clan. Und so gibt es einfach so ein paar Nuancen, die sich zur heutigen Welt der Dunkelheit unterscheiden. Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Also wenn man auch die aktuellen Bücher aufmerksam liest, dann weiß man um diese Entwicklungen und es ist auch nicht entscheidend. Also wenn du jetzt einen Brucher findest und dann ist der halt unter Kammeria einsortiert, wenn du das Buch einmal durchgeblättert hast, dann hast du da auch den Durchblick. Also das soll kein Hinderungsgrund sein. Das Buch ist durchaus kompatibel, wenn halt natürlich auch nicht die Werte 1:1 passen, weil sich die Mechanik der Charaktererschaffung auch ein bisschen verändert hat. Aber das finde ich auch nicht so wahnsinnig wichtig, weil wann müssen NSCs schon mal würfeln? Und wenn, es ist nicht so schwer auch anzupassen. Mit ein bisschen Fantasie kriegt er das auch auf V5 übersetzt. Ja, und optisch ist das auch ein wunderschönes Buch. Der Schwarz-Weiß-Stil gefällt mir sehr, sehr gut. Somit ist es ein wirklich optisch ansprechendes Buch, wo ordentlich was drin ist, was einem für sein Spiel weiterhilft. Es gibt eigentlich kaum Füllerseiten, sondern es ist ein Buch voll mit Vampiren und hält genau das, was es verspricht. Also, wenn du NSCs für deine Chronik brauchst, hier drin findest du sie. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das gerne durch einen Daumen hoch wissen. Wenn du in Zukunft keine Videos verpassen willst, dann abonniere doch den Kanal, dann bist du immer auf dem aktuellen Stand. Ansonsten kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie du mit NSCs umgehst, ob du auch solche Bücher ja, benutzt wie Children of the Night und ob dir das bei deinem Spiel weiterhilft. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.